Ja, einen wunderschönen guten Morgen noch von meiner Seite. Ich weiß nicht, kann man mich überall halbwegs gut hören? Ja, wunderbar. Ihr seid auch noch wach. Das war der Test. Sehr gut. Ja, liebe Kinder, wer von euch war denn gestern Abend traurig? Mal bitte Hand hoch. Mal richtig hoch, wer traurig gestern war. Ich sehe nicht so viele. Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass ihr schüchtern seid, sondern dass ihr gestern wirklich Grund zur Freude hattet. Weihnachten ist ein Jubelfest. Also bei uns ging es gestern Abend auch sehr fröhlich her. Und Weihnachten ist nicht nur ein Jubelfest für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Und ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Thema Weihnachten ist ein Jubelfest. Und ich möchte auch uns Erwachsenen nochmal neu klar machen, warum ist denn Weihnachten auch für uns heute ein Jubelfest, ein Freudenfest. Ich möchte den Text lesen, den Sie teilweise schon gerade vorgesungen haben und Sie haben es auch wunderbar eingestimmt, stimmt ein in das Loblied, in diesen Jubel. Und bevor ich das tue, möchte ich ein paar Worte sagen zu dem Hintergrund dieses Textes. Geschrieben hat diesen Text der Prophet Jesaja. Und bevor er den Text groß ausweitet, macht er erst einmal klar, wer soll denn eigentlich jubeln? Und er spricht hier eine Gruppe von Menschen an, ungefähr 700 vor Christus. Zunächst einmal an seine Landsleute aus Israel, ganz besonders den Stamm Naphtali und Sebulon. Das ist so nördlich von See Genezareth, so an der Küste gelegen. Und diese zwei Stämme sind vor ungefähr 10 Jahren, bevor er den Text schreibt, sind sie erobert worden. Und dann nach 3-jähriger Belagerung wurde dieses Land von der Karte ausgelöscht. Diese Menschen, die dort früher wohnten, lebten also jetzt schon bereits 10 Jahre in Schmach, Unterdrückung, wie rechtlos in einem fremden Land Sklaven. Und warum das Ganze? Weil sie sich entschieden haben, sich von Gott zu distanzieren. Sie haben Gott ignoriert. Sie suchten ihr Glück und ihre Sicherheit im Materialismus, im Vergnügen und nicht bei Gott. Sie handelten so wie die Menschen um sie herum, wie der Mainstream. Und sie ignorierten das, was Gott sagte. Und Gott warnte sie immer wieder eindringlich davor und sagte, Leute, wenn ihr so weitermacht, wird es schlimm enden. Aber diese Propheten mit ihrer Gerichtsbotschaft, sie waren Spaßverderber. Also hat man sie beiseite geschafft. Und nun haben sie die Quittung ihrer Gottesferne. Von den Feinden überrollt, gnadenlos ausgelöscht, zum Sklavendienst verdammt, ernüchtert, desillusioniert sind sie aufgewacht und vor ihnen nur noch Not, absolute Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, absolute Finsternis, kein Licht in Sicht. Und diesen Menschen, die jetzt aufgrund ihrer Sturheit selbstverschuldet ihre Suppe auslöffeln müssen, sagt Jesaja folgenden Text, den möchte ich lesen, Jesaja 8, Abvers 23. Doch das Land, wo jetzt Bedrängnis herrscht, wird nicht umnachtet bleiben, wie die frühere Zeit Schmach über das Land Sebulon und über das Land Naphtali gebracht hat, so wird die Folgezeit, die Straße am See, das Land jenseits des Jordans, der Bezirk der Heiden, zur Ehre bringen. Das Volk, das in Finsternis wandelt, wird ein großes Licht erblicken. Über denen, die in umnachteten Lande wohnen, wird Licht aufstrahlen. Du wirst des Jubels viel schaffen, wirst die Freude groß werden lassen. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man jubelt beim Beuteverteilen. Nun, diese Volksgruppe, die als erstes die Konsequenz der Gottesferne zu spüren bekommt. Sie bekommen auch als erstes eine helle Zukunft vorausgesagt. Wenn Finsternis die Erfahrung der Abwesenheit Gottes ist, dann ist Licht die Zuwendung, die Nähe Gottes. Und das wird ihnen hier zugesagt. Und warum? Lesen wir irgendetwas von innerer Reue? Lesen wir irgendetwas von Umkehr? Nein. Nichts davon. Der einzige Grund, warum sich Gott ihnen wieder zuwendet, ist seine Barmherzigkeit. Sein Entschluss, ich gehe den Menschen hinterher. Ich lasse sie nicht ins Messer laufen. Vor einigen Wochen war mein Kollege, ich merkte einfach, wie er von Woche zu Woche mutloser und schweigsamer und trauriger wird. Und ich sprach ihn darauf an und er sagte, weißt du, ich weiß mir keinen Rat mehr.
Die Schüler in der Klasse 12, wo er Mathe unterrichtet, die interessieren sich einfach absolut nicht für Mathe. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann Methoden anwenden, ich kann es interessant machen. Es kommt einfach nicht an und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und weil er früher mein Referendar war und ich mich so ein bisschen für ihn verantwortlich fühle, habe ich ihm gesagt, weißt du, du musst Unterricht begreifen als ein Angebot. Wer nicht will, der hat schon. Wenn sie nicht wollen, zieh dein Ding durch, lass sie laufen, du gehst sonst kaputt. Liebe Zuhörer, das ist die Situation zwischen uns und Gott. Gott hat mit allen möglichen Mitteln versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben ihn ignoriert. Und wisst ihr, Gott hätte allen Recht zu sagen, gut, es war mein Angebot, wenn ihr nicht wollt, dann lauft. Aber Gott handelt nicht so, wie ich in den Rat meinen Kollegen gegeben habe. Gott wendet sich den Menschen zu und er geht dabei kaputt, aber er macht es trotzdem, weil er uns liebt. Und das ist hier die Situation. Und mein lieber Zuhörer, auf unsere Gottesferne antwortet Gott mit seiner Gottesnähe an Weihnachten. Schaut in der Krippe, da liegt Jesus, der Schöpfer des Universums, und er wird greifbar, er wird anfassbar. So nahe kommt er uns. Ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht. Vielleicht ist deine Situation die der beiden Stämme, von denen wir gelesen haben, gleich. Die harte Realität des Lebens hat dich eingeholt. Die Fehler der Vergangenheit umgeben dich mit ihrer Schwärze, und du hast jede Hoffnung aufgegeben, jede Orientierung, jeden Mut verloren. Wenn du glaubst, dass du am Tiefpunkt bist, dann soll Weihnachten für dich zum Jubelfest werden. Dann bist du der Adressat dieser Botschaft. Dann sollst du jubeln. Warum? Und Jesaja führt uns jetzt den Grund an. Einen möchte ich aus Zeitgründen überschritten, aber den zweiten möchte ich gerne lesen. Ich lese weiter aus Jesaja 9, Vers 5. Denn, also jetzt kommt die Begründung, ne? Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet Wunderrat, Friedefürst, Gott hält, ewig Vater. Ich bin in der Reihenfolge eben gesprungen, aber das macht nichts. Wenn wir jetzt diesen Text anwenden wollen, was ist das Schlüsselwort, um diesen Text richtig zu verstehen? Ich hoffe, es ist uns aufgefallen, ein Wort, das hier wiederholt wird, ist das Wort uns. Uns ist ein Kind geboren. Als die Engel den Hirten die Botschaft brachten, dann sagten sie, euch ist heute der Heiland geboren. Lieber Zuhörer, ob Weihnachten für dich heute zu einem Jubelfest wird oder nicht, hängt davon ab, ob du das, was wir jetzt gleich hören werden, auf dich beziehst oder nicht. Verstehen wir? Jesus ist uns geschenkt. Und ich glaube, für uns Eltern wäre es gestern Abend ein Drama gewesen, wenn wir unseren Kindern ein Geschenk geben und es steht heute Morgen noch da, nicht angerührt, nicht ausgepackt, oder? Aber genauso ist es mit Weihnachten. Jesus ist uns geschenkt. Und wenn wir das nicht auf uns beziehen, dann steht das Geschenk immer noch da und es hat keine Auswirkungen auf uns. Weißt du, Jesus kann tausendmal in Bethlehem geboren sein. Wenn er nicht in deinem Herzen Platz hat, nicht geboren wird, dann ist alles vergeblich. Das Erste, was uns jetzt in diesem Text gesagt wird, als Anlass des Jubels, euch ist ein Sohn geschenkt, ein Kind geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Sie ruht auf ihm. Sie wirkt sich noch nicht aus, aber sie ruht auf seiner Schulter. Er muss sie nicht an sich reißen, er muss sie nicht verteidigen. Sie ruht auf seiner Schulter. Die komplette Befehlsgewalt über das ganze Universum ruht auf seiner Schulter. Ich weiß, wenn wir in unseren Alltag schauen, haben wir manchmal Not, das zu glauben. Weil wir so häufig Dinge sehen, wo wir das Gefühl haben, da gerät alles außer den Fugen. Wir leben noch in der Zeit des Glaubens, nicht des Schauens. Es wird die Zeit geben, wo sichtbar wird, dass die ganze Herrschergewalt auf seiner Schulter ruht. Aber sie tut es jetzt schon.
Und ich bitte dich, beziehe das auf dich. Nicht dein Chef hat das letzte Wort. Nicht der Nachbar, mit dem du vielleicht gerade im Rechtsstreit bist. Nicht dein Lehrer, nicht dein Arzt. Er hat das letzte Wort. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Nicht Trump, nicht Putin. Er hat das letzte Wort. Und deswegen dürfen wir jubeln. Wir dürfen wissen, egal was passiert, das letzte Wort hat er. Und dann werden uns jetzt hier vier Namen von diesem Kind gegeben. Und im Hebräischen sind Namen nicht einfach nur Namen, sondern sie beschreiben das Wesen dieses Kindes, das uns geschenkt ist. Und der erste Name, der hier genannt wird, ist der Name, er ist, man nennt ihn Wunderrat. Das heißt, von seinem Wesen her ist er wunderbar, übernatürlich, ungewöhnlich, übermenschlich. Warum sollen die Hoffnungslosen jubeln? Weil dieses Kind ein Wunder von einem Ratgeber ist. Warum sollen die, die keine Orientierung haben, die mit ihrem Latein am Ende sind, jubeln? Weil da einer ist, für den es keine ausweglose Situation gibt. Da ist jemand, der weiß Rat. Wenn du heute die Aufgabe bekämst, die ganze Welt zu retten, wie würdest du vorgehen? Vermutlich ähnlich wie Greta, du würdest auf eine Weltkonferenz fahren, auf die UNO-Vollversammlung und dort eine große Rede halten. Schaut, wie Jesus, wie Gott es macht. Durch ein Kind, das da hilflos, wehrlos in der Krippe liegt. Und wir merken, das ist so wunderbar, es ist so übernatürlich, so ungewöhnlich, was Gott macht. Gott bedient sich immer der Schwäche, um sein Werk zu vollbringen. Paulus hatte damit auch so sein Problem und er sagt irgendwann, Gott, ich halte das nicht mehr aus, meine Schwachheit, mach mich stark. Und Gott sagte zu ihm, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Vielleicht schaust du zurück auf das letzte Jahr und es macht dir so zu schaffen, dass du so häufig schwach warst. Vielleicht hat Gott dir Familiensituationen geschenkt, wo dir so richtig den Spiegel vorgehalten hat, wie schwach du eigentlich bist. Weißt du, das ist Gottes wunderbarer Weg. Die Schwachheit ist die Plattform, auf der er sein Reich baut, seine Kraft entfaltet. Danke für alle Momente im letzten Jahr, wo er dich schwach gemacht hat. Er ist wunderbar. Ungewöhnlich, unbegreiflich, so ist Gott. Er wirkt durch Schwachheit. Schaut mal, und wenn wir uns allein seine Geburt anschauen, da ist dieser raffsüchtige Augustus, der Angst hat, dass ihm ein paar Cent durch die Lappen gehen und deswegen macht er eine Volkszählung, um ja keinen zu übersehen, der auch noch Steuern zahlen muss. Also, liebe Kinder, ich stelle mir das so vor, wenn der Augustus schwimmen geht, wisst ihr, wie der geschwommen hat? Nicht so, sondern so. Schwäbische Schwimmen, kennt ihr das? Raffen, raffen, raffen. Ja? Das war Augustus. Und seine Motive für die Volkszählung waren absolut niederträchtig. Und trotzdem hat er genau das gemacht, was Gott wollte. Josef und Maria kamen nach Bethlehem zur Volkszählung und es erfüllt sich das Wort. Merken wir, Gott ist wunderbar. Jesus ist wunderbar, übernatürlich. Er weiß immer einen Rat. Bei ihm ist immer alles richtig. Weißt du, Jesus muss nie googeln. Jesus hat Wikipedia im Kopf. Jesus muss nie drüber nachdenken, oder muss ich jetzt meine Nacht drüber schlafen? Da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ich habe dieses Jahr bei Kollegen manchmal, die dann so in einer schwierigen Situation waren, immer wieder, dass sie mal fragt, Nico, sag mir einfach, was ich tun soll. Und ich wusste es nicht. Bei Jesus gibt es das nicht. Er hat immer Rat. Egal wie ausweglos deine Situation ist, er hat immer Rat. Und dieser Ratgeber ist kein stummer Ratgeber. In Sprüche 8, Vers 17 heißt es, suchet mich, so werdet ihr mich finden. Und ich stelle wieder die Frage, uns ist dieses Kind gegeben. Ich frage uns heute, nehmen wir diesen Rat in Anspruch? Bei unseren Entscheidungen, die dieses Jahr anstehen, fragen wir Jesus, bei ganz banalen Dingen, sei es Autokauf, sei es andere Dinge, Jesus möchte uns Rat geben. Vielleicht ist deine Ehe so verfahren, dass du das Gefühl hast, wir kommen immer wieder in dieselbe Spirale, wir kommen nicht raus, wir reden miteinander, aber es wird nur schlimmer als besser. Nimm Jesus in Anspruch. Er hat Rat, er hat einen Ausweg, er ist ein wunderbarer Ratgeber.
treffe keine Entscheidung ohne ihn. Schaut mal, meistens verstehen wir das Leben so ein bisschen rückwirkend. Da wird uns manchmal klar, wie wunderbar der Rat und die Wege Jesu sind. Ich habe diese Woche eine Sprachnachricht bekommen aus Indonesien von einem ehemaligen Schüler. Und er hatte schon mal ein bisschen Zeit, er hat so ein bisschen zurückgeschaut und hat mal so die letzten 3 Jahre reflektiert und sagte noch, weißt du, Nico, damals der eine Unterricht, wo wir dich einfach fragten, warum bist du eigentlich Lehrer geworden? Und dann entstand ein Gespräch und wir kamen auf den Glauben und er stellte Fragen und wir sind dann zusammen zu Werner Gitt gefahren zu Vorträgen. Dann war er bei uns in der Gemeinde und erlebte eine Herzlichkeit, die ihn so umgehauen hat und er erlebte, wie Menschen heute noch einfach in die Bibel schauen und von Gott kennenlernen. Und in ihm ist eine Sehnsucht geweckt. Und er sprach in seiner katholischen Kirche über diese Sehnsucht mit dem Gemeindereferenten. Und wisst ihr, was entstanden ist? Er hat viele gefunden, die dieselbe Sehnsucht haben. Und sie starten dieses Jahr mit einem Glaubensgrundkurs. Er wird ihn mitgestalten. Wunderbar sind Gottes Wege. Wer könnte das erahnen, dass nach einem banalen Gespräch so etwas wird? Rückwirkend sehen wir es. Nicht immer, aber lass uns glauben. Lass uns es auf uns beziehen. Seine Wege sind wunderbar und er hat wunderbaren Rat. Das Zweite, was uns hier gesagt wird, dieses Kind, das uns geschenkt ist, das wir in Anspruch nehmen sollen, heißt Gottheld, starker Gott. Stell dir vor, du gehst zu einem Seelsorger, weil deine Familiensituation eskaliert und du weißt dir einfach keinen Rat mehr. Und der Seelsorger gibt dir wirklich einen guten Rat. Und du siehst ein und sagst, ja, der Rat ist gut, das könnte mir weiterhelfen. Aber du hast keinen Mut mehr, keine Kraft mehr. Und du fragst den Seelsorger und sagst, du kannst du mitkommen? Mir fehlt die Kraft. Und der Seelsorger sagt, du weißt du, mein Nervenkostüm ist auch am Ende. Ich kann nicht. So wäre es, wenn Jesus einfach nur ein wunderbarer Ratgeber wäre, aber nicht auch die Kraft hätte. Aber schau, es heißt hier, dass Jesus ein starker Gott ist. Er ist ausgestattet mit Schöpferkraft. Wisst ihr, das wird ja so schön sichtbar bei Lazarus, ne? Der ist ja dann gestorben und dann heißt es, dass er schon am Stinken war. Stinken bedeutet, dass die einzelnen Moleküle des Körpers sich zersetzen und in die Luft aufgehen. Und dann geht Jesus her und sagt, Lazarus, steh wieder auf. Das bedeutet, die ganzen Moleküle, die mussten wieder zurück zum Körper. Und sie machen das. Warum? Weil Jesus Gott ist und stark ist. Weißt du, jedes Molekül, jede Zelle deines Körpers, jedes Planet im Universum macht jede Sekunde genau das, was Jesus sagt. Sie sind nonstop gehorsam. Das ist das Kind, das uns geschenkt worden ist, das ausgestattet ist mit Schöpferkraft. Er kann Dinge tun, die kein anderer tun kann. Er ist ein Held. Warum darfst du an Weihnachten jubeln? Weil uns in Jesus jemand gegeben ist, der mit göttlicher Kraft ausgestattet ist. Dein ist die Kraft, beten wir im Vaterunser. Und weißt du was? Dieser Held, er besiegt den Neid in deinem Herzen. Er besiegt die Bitterkeit, mit der du vielleicht schon lange kämpfst. Er besiegt deinen Stolz und die anderen Werke des Teufels. Auch bei deinem Kampf um Reinheit, gedankliche Reinheit. Er ist Sieger. Er ist stark. Das, was du nicht vollbringen kannst, er kann es vollbringen. Er ist ein Held. Ihr lieben Mütter, wenn du mit den Kindern am Ende deiner Kraft bist und du das Gefühl hast, ich kann einfach nicht mehr. Er hat Kraft. Er hat genug Sanftmut. Weißt du, der ganze Reichtum, der in den Himmel ist, der ist uns durch Jesus geschenkt worden. Es gibt keinen Menschen mehr, den wir nicht lieben können. Weil Jesus Liebe hat für alle Menschen und er wohnt in uns. Weißt du, ich komme mit meinem Wort, auch das, was ich jetzt sage, nur bis zu deinem Ohr. Ich komme nicht weiter. Aber er hat Zugang zu deinem Herzen. Ich kann keinen stolzen Menschen zu einem Demütigen machen. Er schon. Ich kann mich nicht von Selbstsucht befreien. Er schon. Er ist ein Held. Er ist stark. Und weißt du,
dieser Jesus ist an Weihnachten dir geschenkt. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte diese Kraft in deinem Leben wirken. Nimm ihn doch bitte in Anspruch. Die Feinde Christi toben und legen es darauf an, die Gemeinde Jesu auszurotten. Aber Jesus ist Kraft. Er lacht ihrer. Schau dir an, in diesen 2000 Jahren der Geschichte, wie Jesus die Gemeinde hindurchgetragen hat. Er ist ein starker Gott. Der dritte Name, der ihm genannt wird, ist, es wird gesagt, Jesus ist ein ewiger Vater. Ihr lieben Kinder, was macht eigentlich eure Väter den ganzen Tag? Helft mir mal ganz kurz. Jetzt sagt nicht Zeitung lesen und auf dem Sofa liegen. Was machen eure Väter den ganzen Tag? Nach der Arbeit ins Bett gehen, das heißt aber, er arbeitet für euch. Das heißt, er sorgt für euch. Gut, was macht er noch? Was machen eure Väter noch, außer arbeiten und schlafen? Bibel lesen. Ja, sie lehren euch, sie erziehen euch. Ne? Sehr gut. Was noch? Sie verbringen mit euch Zeit. Warum? Weil sie euch lieben. Ne? Das heißt, was machen eigentlich Väter? Väter versorgen, Väter erziehen, Väter lehren und Väter lieben. Schaut mal, und jetzt wird gesagt, Jesus ist der Vater der Ewigkeit, beziehungsweise ein ewiger Vater. Weißt du, Jesus ist wie ein Vater zu uns, voller Liebe, voller Erbarmen, voller Fürsorge. Er ist aber auch ein Erzieher und das nicht nur eine Zeit lang, sondern ewig. Warum sollen wir jubeln? Weil wir in Jesus einen Vater haben, der ewig seines Amtes waltet. Ich arbeite ja in der Schule und in der Schule ist es so, alle 15 Jahre ändert sich das Erziehungskonzept. Alle 15 Jahre gilt das, was vor 15 Jahren galt, überhaupt nicht mehr. Jesu Versprechen, Jesu Worte, Jesu Zusagen gelten ewig. Er ist ein ewiger Vater. Auf ihn kannst du dich verlassen. Und weißt du, es wäre ein Grund, sich vor diesem Jesus zu fürchten, der ungewöhnliche Weisheit besitzt, dazu unbegrenzte Gewalt, wenn er ein Diktator wäre. Aber er ist ein Vater. Am Ende seines Lebens fragt Jesus seine Jünger, als ich euch damals ohne Geldbeutel und ohne Taschen ausgesandt habe, hat euch jemals etwas gefehlt? Sie aber sagten, nichts. Ich weiß nicht, welche Sorgen im nächsten Jahr auf dich zukommen. Ich habe von einigen gehört, weil es wirtschaftlich aktuell nicht so gut geht, dass der Vertrag ausläuft. Man macht sich Sorgen, wie wird es weitergehen? Wie werde ich meine Familie versorgen? Weißt du, Jesus sorgt väterlich für dich. Wir als Familie brauchen eigentlich dringend mal ein neues Auto. Ich weiß noch nicht, wie ich es finanzieren soll. Aber ich weiß, Jesus wird väterlich für uns sorgen. Vielleicht schenkt er uns nochmal TÜV, wir wissen es nicht. Aber er wird für uns sorgen. Und egal, welche Sorgen du hast, Jesus ist ein ewiger Vater. Er wird väterlich für dich sorgen. Vielleicht machst du dir Sorgen, ob du einsam bleibst nächstes Jahr. Sag's deinem Vater. Jesus wird väterlich für dich sorgen. Liebe Kinder, wer von euch macht sich Sorgen, ob der Vater nächstes Jahr für euch arbeiten wird? Vermutlich keiner. Wie viel mehr der ewige Vater. Er wird nächstes Jahr auf uns sorgen. Und Leute, lasst uns doch mal ganz kurz zurückschauen im letzten Jahr. Wir als Gemeinde haben ein bisschen so mitgefiebert, auch bei Richard und Annette das so mitbekommen, wie es finanziell auch ganz eng war. Und Gott hat wieder mal rechtzeitig ein Wunder getan. Herzen der Beamten gelenkt, die sonst so träge und langsam sind und alles zur richtigen Zeit Wunder getan. Gott wird auch dieses Jahr sorgen. Jesus ist ein ewiger Vater. Und der letzte Name, der ihm gegeben wird, ist, er ist ein Friedefürst. Nun, er ist ein Fürst des Friedens. Er ist derjenige, der Frieden verwaltet und weitergibt. Nun, was bedeutet eigentlich Friede? Frieden meint im Hebräischen eigentlich so diesen Zustand des ungestörten Wohlseins. Harmonie, wenn es zwischen Menschen einfach harmoniert, wenn nichts da ist, was die Beziehung belastet.
Aktuell haben wir das Problem, dass die Beziehung zwischen USA und Deutschland etwas belastet ist, weil die Amerikaner ein Problem damit haben, dass wir Gas von den Russen beziehen. Ja? Und da merken wir, plötzlich ist Friede nicht da, weil etwas die Beziehung stört. Wenn ich meinem Nachbarn gegen das Auto fahre und die Schuld nicht zugebe, dann ist unsere Beziehung gestört. Es ist kein Friede da. Wenn es in der Ehe Verletzungen gibt und Dinge da sind, die zwischen Ehepartnern stehen, ist die Beziehung gestört und es ist kein Friede da. Also immer dann, wenn ich etwas Unrechtes tue, wird die Harmonie zerstört. Und wisst ihr was? Wir stehen alle im Streit mit Gott, weil wir alle gegenüber Gott etwas Unrechtes getan haben. Und wie entsteht jetzt wieder Friede? Friede entsteht, wenn ich zu meinem Nachbarn gehe und sage, pass auf, ich gebe zu, dass ich schuld bin, ich bezahle den Schaden und dann ist zwischen uns wieder in Ordnung. Schaut, ist Jesus so aufgetreten? Hat er gesagt, ihr lieben Menschen, ihr seid bei Gott in der Schuld, geht hin, bezahlt euren Schaden und dann wird wieder Friede sein? Das würde nämlich bedeuten, wir müssten alle sterben, weil der Preis des Schadens, den wir bei Gott angerichtet haben, ist der Tod. Wie macht Jesus Frieden? Schaut, ein paar Kapitel später sagt Jesaja, wie er Frieden macht. Kapitel 53. Doch um unsere Übertretung willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Mal angenommen, ich habe einen Unfall mit meinem Nachbarn und ich bin schuld. Und jetzt kommt der Nachbar her und sagt, Nico, mir ist der Friede mit dir so viel wert und ich sehe, du kannst dich bezahlen. Komm hier, ich tue so, als wäre ich schuld und ich bezahle den Schaden. Das ist die Art und Weise, wie Jesus Frieden geschafft hat. Es gibt nichts mehr, was zwischen Gott und mir steht. Nichts mehr, was Gott von mir noch fordern könnte, weil Jesus alles bezahlt hat. Er ist der Friedefürst. Er hat die Beziehung wiederhergestellt zwischen mir und Gott. Schaut mal, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, wie wird in unserer Weltpolitik heute Friede hergestellt? Wenn ihr so ein bisschen die römische Geschichte kennt, wenn ihr die nicht kennt, dann kennt ihr Asterix und Obelix und ihr wisst, dort gibt es einen Julius Caesar, der hat Gallien erobert. Und wisst ihr, wie er das nannte, wenn er Gallien erobert hat? Er nannte das im Römischen Pazare, bedeutet zu Deutsch befrieden. Und wenn Gallien komplett am Boden lag, keiner mehr Widerstand leisten konnte, dann sprachen die Römer vom Pax Romana, vom römischen Frieden. Frieden durch Unterwerfung. Weißt du, Jesus bringt einen anderen Frieden. Jesus bringt einen Frieden, der nicht erst siegen muss. Einen Frieden, der sich dort entfaltet, wo Menschen im Kleinen Gottes Wort gehorsam sind, wo Menschen den Nächsten lieben, für ihn beten, anstatt mit ihm zu diskutieren, wo Menschen andere besuchen, wo man im Kleinen einfach auch mal den Kürzeren tritt und weiß, Gott wird für mein Recht sorgen. Dort entsteht Friede. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, du musst nicht siegen, um Frieden zu haben. Ich weiß, in dieser Welt geht es so schmerzhaft Unrecht manchmal zu. Jesus bringt einen Frieden, der absolute Harmonie bewirken kann, auch dann, wenn es rechts und links lauter Unrecht gibt, wenn ich verletzt werde, wenn ich ungerecht behandelt werde. Wir müssen nicht siegen, um Frieden zu haben. Schaut, den Frieden, den Jesus brachte, der war ein anderer. Der Friede, den Jesus bringt, der übersteigt alle Vernunft. Jeder von uns hat in seinem Leben mit Menschen zu tun, die einen verehren und mit Menschen, die einen verachten. So ist das in dieser gefallenen Welt. Und vielleicht denkst du, wenn alle mich verehren würden, dann würde ich Frieden haben. Nein, Jesus gibt dir einen Frieden, auch dann, wenn du neben Verächtern stehst. Und auch hier wieder die Frage, beziehe es auf dich. Schütte doch dein Herz vor diesem Jesus aus. Bekenne, klage ihm dein Unrecht, dein Schmerz. Er wird Frieden geben, trotz widriger Umstände. Warum ist Weihnachten ein Jubelfest? Weihnachten ist ein Jubelfest,
weil denen, die im Dunkeln sitzen, die im Tiefpunkt sind, ein helles Licht aufgeleuchtet ist, nämlich die Zuwendung und die Nähe Gottes. Uns ist ein Kind geschenkt. Und dieses Kind hat folgende Wesenseigenschaften. Es ist ein wunderbarer Ratgeber. Es ist ein starker Gott. Es ist ein ewiger Vater. Und es ist ein Friedefürst. Und ich lade dich ein an diesem Weihnachtsfest. Packe das Geschenk aus. Beziehe es auf dich. Nehme es an. Wende es auf dich an. Und Weihnachten wird für dich zu einem Jubelfest. Amen.